Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Freunde von Promigeflüster. Wir sind in München auf der Messe Beauty Days. So heißt die Messe, die findet statt. Es geht natürlich alles um Kosmetik, Schönheit und was das Herz der Frauen begehrt. Natürlich wollen sie alle irgendwo ihre Schönheit noch ein bisschen besser darstellen, natürlich auch die Prominenz. Klar, wenn natürlich wieder Galas und Empfänge sind, da ist sowas natürlich wichtig. Ja, du bist hier bei TL Beauty Lashes angekommen. Wir sind der Profi für Wimpern auf dem deutschen Markt und wir haben heute was Tolles mitgebracht, das würde ich dir gern zeigen. Und zwar ist der neueste Trend von unseren Promis und Stars nicht mehr die dauerhafte Wimpernverlängerung, sondern ein Lash Lifting. Beim Lash Lifting machen wir auf die Naturhaare wie eine Dauerwelle, das kennst du bestimmt. Und wir liften die Wimpern quasi dauerhaft nach oben. Das, was du hier sehen kannst, ist quasi alles noch Natur und nichts angeklebt und sieht trotzdem mit einem richtig schönen Effekt weit geöffnet aus. Und die Kundin spart sich den Besuch im Lashes Studio. Also die Produkte für das Lash Lifting sieht man hier. Wir haben hier einen ganz speziellen Hautkleber, mit dem können wir die Wimpern dann nach oben liften. Und dafür benutzen wir diese Pads. Die werden auf dem Auge angebracht und mittels dem Kleber werden dann alle Härchen nach oben gebogen und drüber gelegt, sodass wir diesen schönen Schwung bekommen. Und mit dem Fixationsmittel, mit dem Perm 1, wird es dann quasi fixiert, damit die Härchen auch wirklich in dieser schönen Welle bleiben. Das ist ein ganz natürliches Produkt und sehr gut verträglich und wie gesagt ganz neu auf dem Markt mit einer sehr kurzen Einwirkzeit. Hier am Stand von Ecomedic wird hier Hydra Facial angeboten. So heißt auch die Internetseite hydrafacial.de. Was hat es genau mit dem Hydra Facial auf sich? Die Hydra Facial Behandlung kommt aus den Staaten, aus den USA, ist auch in Hollywood sehr bekannt und das ist eine Gesichtsbehandlung, in der eben Anti-Aging betrieben wird, in der Hautprobleme wie ölige Haut oder Entzündlichkeiten reduziert werden. Und das kombiniert sehr viele Behandlungsschritte in einem kurzen Treatment und ist ein sehr vielfältig einsetzbares Verfahren. Also Hydra Facial ist wirklich im ganzen deutschen Raum sehr weit verbreitet. Das Ganze findet man in vielen Arztpraxen, bei Chirurgen, Dermatologen, in vielen Kosmetikinstituten. Aber um hierfür eine genauere Info zu bekommen, würde ich Ihnen raten, dass Sie einfach auf hydrafacial.de gehen. Dort gibt es einen Store-Locator, wo man den nächsten Anbieter in seiner Umgebung suchen kann. Und da wird man in der Regel auch sehr schnell fündig. Wir werden jetzt erstmal im ersten Schritt die abgestorbenen Hautschuppen abtragen mit einer Mikrodermabrasion. Im zweiten Schritt werden wir dann ein Fruchtsäurepeeling applizieren. Und ja, dieses Peeling ist dazu da, um Talg und Make-up-Reste, die in der Porenstruktur abgelagert sind, zu lösen und aufzuweichen. Das Ganze lassen wir dann auch für wenige Minuten einwirken. Im dritten Schritt werden wir dann mit einem sehr starken Vakuumsog werden wir diesen gelösten Talg und diese Make-up-Reste aus der Porenstruktur rausziehen und würden dann zum Abschluss nochmal ein Serum aus verschiedenen Vitaminen, Antioxidantien und Hyaluronsäure zuführen zum Abschluss. Der Parfümsommelier ist dafür da, den maßgeschneiderten Duft, der auf den Charakter und die Persönlichkeit des Kunden zugeschnitten wird. Sprich, sind Sie eher der glamourösere oder sportlichere Typ zum Beispiel? Oder sind Sie eher der Tag- oder Nachtmensch? Das sind so die Basisfragen erstmal, wo wir dann in eine Master Consultation gehen und ich sogar noch ein bisschen tiefer oder tiefgründiger frage, was Ihre Vorlieben sind, auch wie Ihr Bad zum Beispiel eingerichtet ist. Benutzen Sie Duftkerzen? Wo reisen Sie gerne hin? Das sind manchmal zum Teil auch sehr intime Fragen, wo man erstmal denkt so, na, wo will er hin? Aber das dient nur dazu, um das einzugrenzen, was Sie eigentlich mögen und rauszufiltern. Und das nennen wir auch die Duftreise. Dort kann man dann bei uns in Berlin zum Beispiel, in der Knesebeckstraße, in unserer Perfume Bar einen Termin machen. Und auch zu zweit oder zu dritt in Gruppen oder halt alleine. Und man hat die Möglichkeit, seinen eigenen Duft zu kreieren, seinen eigenen Flakon auszusuchen, seine Lederkappenfarbe, die Größe natürlich und ganz speziell auch eine Gravur. Und
diese Gravur, da kann man sich aussuchen, was man möchte, ob man selber sein Logo anbringen möchte, seine Unterschrift, ein Bild von seiner Familie, einfach eine persönliche Widmung, Happy Birthday, Happy Valentine's Day, I love you of course. Da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und schlussendlich, der Parfümsommelier soll einfach den maßgeschneiderten Duft für diese Person finden. Wie ein Anzug oder ein Kleid, was man speziell schneidern lässt. Genau.